Hallo und herzlich willkommen zurück zu Titan Quest. Hier ist euer Pi. Ich grüße euch und wir haben heute Sonntag. Nochmal die Zeit für etwa anderthalb Stunden bis zwei Stunden aufzunehmen. Und ja, wir starten gleich. Wir gehen in Titan Quest Spielen rein. Wir haben hier unser Noob. Ich starte mal das Spiel gleich. So, es ist jetzt schon ein paar Tage wieder her. Ich muss mich erstmal wieder daran erinnern, was die letzten Tage war. So, wir sind beim letzten Brunnen der Wiedergeburt. Wir wandern hier weiter. Nee, Moment, wir aktivieren erst einmal unsere Buffs. Dann gehen wir zurück zum Schiff. Das ist ja der Hafen von Athen. So. Gucken. So, wir sehen an der Stelle, sind die Gegner wieder respawned. Ja. So, da haben wir einen grünen Gegenstand gesammelt und weiter geht's. Jetzt mal wieder gucken, was wir hier alles haben. So. Und da sind wir wieder. So, mit Feiern hatten wir uns ja schon unterhalten. Und jetzt machen wir Urlaub auf Kreta. Ab geht's. Möchten Sie jetzt nach Knossos reisen? Ja, das wollen wir. Und jetzt sind wir am Strand von Knossos angekommen. So, wir wandern nach oben und kommen dann im nächsten Ort. Heraklion. Das ist die Hauptstadt von Kreta, glaube ich. Heraklion? Müsste so sein, oder? So, wir wollten noch ein paar Punkte verteilen. Und zwar nochmal Fähigkeitspunkte. Fähigkeitenpunkte. Wollten wir in Geist? Jetzt muss ich mich versuchen, daran zu erinnern, wie war das? Hier haben wir relativ wenig Punkte bisher reingesteckt. Ich glaube, wir wollten bis hier oben zur Nekrose kommen, um die dann auch nutzen zu können. Und in Verteidigung, die wollten wir am Ende bis hier hochjagen, bis zu 40. Und dann noch einige Fähigkeiten ausbauen. So, jetzt ist die Qual der Wahl. Was machen wir? Wir haben hier Adrenalin, einen Punkt reingesteckt. Wir können durch Entspannung die Aufladezeit verkürzen, um 30%. Das hört sich sehr gut an, dass die Adrenalinschübe häufiger hintereinander kommen. Und dann haben wir Defensivreaktion. Wir erhöhen die Geschwindigkeit von Angriff und Verteidigung während eines Adrenalinschubs. Wir erhalten 15% Schaden dazu, physischen Schaden. Blutungsschaden erhalten wir. Weiß ich jetzt gar nicht, ob wir Blutungsschaden überhaupt machen. Ich glaube ich nicht. Dafür bräuchten wir wahrscheinlich Waffen oder Ausrüstungsgegenstände. Und die Gesamtgeschwindigkeit erhöht sich nochmal. Alleine der physische Schaden und die Gesamtgeschwindigkeit machen hier schon was aus. Ich mache das mal einfach so, dass ich in die Fähigkeiten, in den Fähigkeitenbaum Adrenalin einfach mal zwei Punkte hineinstecke und den letzten Punkt dann nochmal in die Skala. Und wir lassen die Geistmeisterschaft vorerst. So, welche Stufe sind wir? 17. Und dann unterhalten wir uns mit ein paar Leuten hier. Wer ist das? Hippokun, ein grübelnder Dorfbewohner. Willkommen, Fremder. Es ist nicht alles gut hier in Knossos. Letzte Nacht kam hier etwas vorbei. Wir spürten es, konnten es aber nicht sehen. Und jetzt ist alles in Chaos verfallen. Schreckliche Kreaturen sind erschienen. Der Boden erzitterte und ein böser Nebel ist vom Meer her aufgezogen. Viele von uns sind auf mysteriöse Weise erkrankt. Und Xanthippus, unser Heiler, ist oben in den Hügeln. Seit zwei Tagen hat ihn niemand gesehen. Xanthippus, der Heiler. Den werden wir wahrscheinlich suchen müssen. Mal sehen, ob der Dorfbewohner uns noch etwas mehr zu erzählen hat. Der das sagte, er hat das Ding gesehen. Er konnte es kaum beschreiben.
Er sagte, es sei größer als ein Mann und roch nach altem Bösem. Okay. Haben wir etwas zu verkaufen? Mein Laden ist nur noch ein Schatten seines ehemaligen Ruhmes. Es sind schwere Zeiten angebrochen. Aber kann ich dir vielleicht trotzdem helfen? Okay, wir verkaufen hier ein bisschen was. Wir hauen hier einfach mal alles raus. Ein Heupoloi. Den konnten wir ja nicht nehmen, weil das eine Wurfwaffe ist. Können wir nicht gebrauchen. Hauen wir weg. Und das auch. So, hier haben wir noch ein paar interessante Gegenstände, die wir drin lassen. Wir wollten, glaube ich, das Schwert mit ausprobieren. Oder wir haben es bereits ausprobiert. Ich glaube, ich mich daran zu erinnern. Wir lassen das mal weg. So, Getränke haben wir genug. Punkte auch. Beehre mich bald wieder. So, wen haben wir denn hier noch? Wir haben Diotimus, ein Bauer. Vor langer Zeit raubte der grausame Tyrann Leucus den Thron von Knossos. Seine blutige Herrschaft fand jedoch ein Ende, als ein Diener ihn vergiftete. Es gibt Geschichten darüber, dass sein Skelett aus dem Grab auferstehen würde, das bei Tritons Kamm liegt. Der untote Tyrann. Kann mich gar nicht mehr dran erinnern. Nun, ich glaube nicht an diese Geschichte. Aber ich schwöre, dass ich letzte Nacht hinter dem Dorf den toten Tyrannen gesehen habe. Dann werden wir mal den toten Tyrannen suchen. So, gibt's noch mehr. Muss man die Karte noch mal einstellen? Okay. Hier haben wir noch mal einen Hafen. Da ist aber nicht viel zu sehen. Hier haben wir eine Statue. Halb Mensch, halb Stier. Natürlich erinnert uns das an Minos. Minos war der König, glaube ich, von... hieß das damals schon Kreta? Zumindest von Knossos. Es gibt ja auch noch einige Ruinen auf Kreta, die man auch heute noch besichtigen kann. Jetzt weiß ich nicht, wer die wann wiederentdeckt hat. War es Ende des 19. Jahrhunderts? Zumindest wurde ein Teil dieser Ruinen wiederhergestellt. Und zwar nach den damaligen Vorstellungen des antiken Griechenlands, was etwas von dem abweicht, was heutige Forschungen besagen. Zumindest mit dem Kenntnisstand von damals. Und so sind dann bestimmte Säulen oder bestimmte Ruinen im wiederhergestellten Zustand auch heute noch zu besichtigen. Man hat auch die Vorstellung, dass unter Knossos ein riesiges Labyrinth von König Minos gebaut wurde, in dem der Minotaurus, ein Wesen halb Mensch, halb Stier oder halb Widder, glaube ich, war es gewesen, dann gelebt hatte. Vielleicht begegnen wir dieses Getier auf unserem Weg hier noch. So, wir aktivieren hier hinten ein Portal. Und den Brunnen der Wiedergeburt. Das dürfte es in dem Ort Knossos alles gewesen sein. Deine Sachen werden verstaut und transportiert. Ein kleiner Blick nochmal in die Kisten hier mit rein. Reise mit leichtem Gepäck. Und los geht's. Hochland von Heraklion. Wir begegnen unseren alten Bekannten wieder. So, Stufe 9, Stufe 11, Stufe 14, relativ einfach. So, ach, auf E hatte ich das mit dem Schnellsammeln gelegt. So, dann wandern wir mal hier noch ein bisschen weiter. Holen mal alle zusammen. So. Da hat
da was geblinkt, aber wahrscheinlich ein Ring, der eher weniger wertvoll ist. Ja, ich versuche die Aufnahme erneut mit meinem Mikrofon zu machen. Ich hoffe, dass die Qualität jetzt etwas besser ist. So, hier haben wir unsere Katzen, die Miezen. So. Mal schauen, hier haben wir noch einige. So, Adrenalin hat sich bis jetzt noch nicht aktiviert. Doch jetzt. So, ja, Stufe 1 ist natürlich noch etwas zu wenig für diese neuen Fähigkeiten. So, haben wir noch eine Truhe. So, wandern wir weiter nach oben. Hier haben wir dann eine Kampfmarkierung. Jetzt sind wir etwas schneller unterwegs. So lange, wie wir sie haben, versuchen wir mal jeden hier. Huch. Okay. Oh, hier haben wir einen Minotaurus. Eine Zauberin. So. Haben wir dieses Lager geräumt. Wir sind immer noch im Hochland von Heraklion. Sammeln noch weiter. Hier hinten haben wir noch ein paar Krähen. So, Kampfmarkierung müsste jetzt bald zu Ende sein. Jawohl. So, hier weg. Den noch. So, ups. War stärker. Eine Vettel. So. Ah. Adrenalin. Na, noch ein bisschen merkt man, dass der schneller zuschlägt. Ja, Adrenalin, glaube ich, ist wirklich eine wichtige Eigenschaft, um den Verteidiger am Ende dann doch ein bisschen mehr Kraft geben zu können. So, wir überqueren eine Steinbrücke und sind in Omphalion. Omphalion. So, kommt mal alle zusammen. So. Na komm schon, nicht wegrennen. Hier ist doch eine Zauberin. Eine Zauberin, komm her. Na, hier noch. So, weiter, 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 weiter. Zack. Oh, schnell, weg damit. Mit ihr. So, dann ist die Bolzenfalle auch gleich weg. So, hier haben wir nochmal so einen Minotaurus. Geht ja mit der Stärke. So, weiter nach oben. Oh. Schrein der Erfahrung. Die sind immer am besten. Ein paar Punkte mehr sammeln. Wir brauchen noch ein bisschen mehr Erfahrung für Stufe 18. Kurz am Ende in Athen hatten wir gerade Stufe 17 erreicht, so dass wir hier wirklich noch mal ein bisschen arbeiten müssen. Oh, ist ein Sturm. Um hier ausreichend aufzusteigen. Ja, die Steinform hier unten, die mir einen Gegenstand verleiht, nutze ich relativ wenig. Ich glaube, die macht sich für mich nicht ganz so gut.
Resistenzen müssten ausreichen. Ja, ab und zu muss ich dann doch nochmal einen Trank einsetzen. Komm, weg. Archimedes Spiegel hilft bei Schilden. So, beeilen wir uns mal hier so ein bisschen durchzukommen. So, du auch noch weg ein bisschen. Da haben wir noch jemanden. Ja. Eine Truhe. Oh, etwas getarnter. Hier hinten, die muss weg. Oh, das hat jetzt doch ein bisschen. Da scheint irgendjemand. Hier. Da ist ein Heldenmonster. Mit wem haben wir es hier zu tun? Nimea Schnellschuss. Ah, Nimea. Komm. So, erwischt. Bringt uns dann nochmal 1649 Punkte. Jetzt öffnen wir nochmal die Truhe. Mal sehen, was es hier drin gibt. Nix. Hatten wir noch was zum Einsammeln? So, dann gehen wir über die nächste Steinbrücke. Tritons Kamm. In der Nähe von Tritons Kamm soll doch was gewesen sein. Gucken wir gleich nochmal in die Nebenaufgaben rein. Ein Energietrank. So, und etwas Gold. So, schauen wir doch nochmal in die Nebenaufgaben mit rein. Ne, falsch. Hier. Also das ist die Hauptaufgabe. Finden und beschützen Sie das Artefakt in Knossos. So. Und wir haben als Nebenaufgabe Xanthippus den Heiler. Der soll auf Tritons Kamm zu finden sein. Okay, dann müssen wir hier irgendwo den Heiler finden. Da hinten ist er schon. So, wen haben wir denn hier? Komm, kriegst du den Schild. So, wen haben wir hier? So, der Schildschläger hat jetzt hier wenig genützt. Na, Truhe. Nix. So, ich gehe jetzt hier irgendwie in den Norden. In den Süden möchte ich doch. Na, komm, du auch noch. Wir müssen noch die andere Richtung. Da unten befindet sich doch Xanthippus. Hier haben wir noch jemanden. Ja, komm. Ja. Und hier auch noch. So, war ein kleines Lager. Die dürften uns jetzt nicht mehr stören. So, ab ein bisschen nach oben hier. Hier haben wir ihn. Huch. Den Heiler. Ja, ich bin Xanthippus. Du sprichst von einer seltsamen Krankheit. Eine Folge dieses Nebels. Nun, ich habe selbst ein Problem. Ich sammelte Arzneipilze in dieser Höhle, als diese Monsterspinne hinter mir auftauchte. Ich lief hinaus in Sicherheit, doch leider ließ ich meinen Stab in der Höhle liegen. Ohne ihn werde ich den Bewohnern keine große Hilfe sein. Alles klar. Dann werden wir ihn wohl seinen Stab suchen müssen. Und wahrscheinlich die Monsterspinne. So, rein in die Höhle. Na, geht ja schon gut los. Hier haben wir ein paar Spinnen. Zack.
Hier haben wir noch eine. Die saugt mir so ein bisschen das Leben ab. Hier haben wir noch eine. So. Wir lassen erstmal alles liegen. Mutter der Kugelbrut. So. Kommt zusammen. Hauen wir erstmal noch ein paar Spinnen weg. So, ein paar Knochennager. So, geht's weiter. Immer diese üblichen Verdächtigen. So. Schrein der Dornen können wir gleich aktivieren. Wir warten mal noch etwas ab. Die haben wir schon. Bis wir hier wahrscheinlich so der etwas größeren Spinne begegnen. Ach, da ist noch eine. Tödlicher Kugelläufer. So, Spider-Man. Blitz. Na, hier haben wir schon Runen fürs Grinsen. So, dann aktivieren wir das mal. Wie seid ihr das hier, wa? Hast du was Vernünftiges da? Kann man deinen Helm hier brauchen? Hinten spuckt da auch noch einer. So, naja. Das war's. Nix, gar nichts. Komm. Oh. Langsam bringt der Schild auch nicht mehr beim ersten Schlag gleich etwas. Ach, hier haben wir noch mehr. Da haben wir Xanthippus Stab. Xanthippus Stab. Aufgabengegenstand. So. Hier noch einige. So, die Hälfte an Erfahrungspunkten zur Stufe 18 haben wir bereits. Na. So, fertig. 33 Tränke haben wir noch. Die Höhle ist aber auch etwas gut. Haben wir noch eine königliche Truhe. Sehr schön. Da sollte dann auch was Königliches drin sein. Komm. Ach, wie okay. Nur Gold. So. Ah, hier noch was? Ja. So, dann wieder zurück zum Ausgang. Hier war noch Gold. Hier war noch Gold. 526 Gold. Die können wir uns nicht entgehen lassen. Oh, in der Zwischenzeit ist es dunkel. Aha. Vielen Dank, Fremder. Mein Heilungsstab. Bitte lass mich dir für deine Mühen danken. Ich nehme an, ich sollte zurückgehen. Na, das macht dann mal. Okay, Energietrank und Gesundheitstrank. Aber 5000 Erfahrung. Das bringt uns schon mal ein kleines Stückchen weiter. So, okay. Erste Nebenaufgabe beendet. Es erwartet uns irgendwo noch eine zweite. Dieser Tyrann. So, wir kämpfen uns weiter durch die Lager. Ja. Ach, ja. Die hauen immer ab. Die sind schwer zu treffen.
Die können wahrscheinlich sehr gut ausweichen. Oh. Das ist immer noch ein. Das ist die hier unten. Jawohl. So, hier noch eine Speerträgerin. Hier ist ein altes Grab. So. Eine Klippenhaartür. Hier geht es wieder über eine Steinbrücke. Wir werden aber vorher das Grab besuchen gehen. So. Und werden uns mal anschauen, wer denn dieser Tyrann ist. So, hinein. Wie groß? Dann werden wir sehen. Erst einmal haben wir wieder ein paar Gorgonen hier. Ja. Essenz von Prometheus Flamme. Die haben wir noch gar nicht genutzt. So, ein paar Skelette. So, wo ich mir immer noch unsicher bin, das ist, ob ich bei der Geistmeisterschaft den zweiten passiven Buff, den es dort gibt, mit levele, also die Punkte verschenk oder nicht, oder ob ich mich einfach hier auf diese Todesstrahlung konzentriere. So, ich lasse die Schreine erst einmal zu. So, wie haben wir hier einen entweihten Toten? Eine ganze Menge. So, hier sind noch ein paar Bogenschützen. Ja, gehen wir nochmal hier unten. So. So, Eisgeister. So, der hält sich ganz gut. Unser Noob. So, hier haben wir noch ein paar Kammern. Hier mit Feuer ein bisschen. Noch jemand. So, okay, jetzt haben wir hier erstmal alles gesäubert. Und nun bleibt nur noch oben eine Kammer mit übrig. Dann nehmen wir uns mal den Frostschrein mit und dann geht's hier rein. Da haben wir ihn. Wer ist das? Lycutus? Leucus. Leucus, der erste Tyrann von Kreta. So, machen wir erstmal die hier weg. Na komm, den hier noch. So, das scheint, der scheint über Kriegsführung zu verfügen. Und wir über Verteidigung. So, Belohnung 6000 Erfahrung. Und jetzt können wir noch ein bisschen einsammeln. Habe ich ja eigentlich den Filter so reingehauen, dass er mir auch
seltene Gegenstände oder ungewöhnliche Gegenstände nicht mehr anzeigt. Ja, in der Zwischenzeit ist mir das mit den Fallen erst einmal egal. So, hier haben wir noch ein paar Schreine. Die nehme ich jetzt einfach mal mit. So, hier eine Qualitätstruhe. Ja, auch nix. So, ah, hier noch. So. So, hier noch mal ein bisschen was. Ja, hier sind noch mal ein paar Schreine. Da ist wirklich nichts drin. Ja, die Ausbeute außer Gold und das ein oder andere Relikt. Was das? So. Da hinten waren noch Schreine, die lasse ich jetzt einfach mal. So, in der Zwischenzeit wird es wieder etwas heller. Ja, was haben wir gemacht? Wir sind also auf Kreta angekommen. Zeit für ein paar Ferien oder am Strand liegen ist leider nicht der Fall. Wir konnten zwei Nebenaufgaben erfüllen. Xanthippus konnten wir seinen Stab zurückbringen und er konnte ins Dorf zurückkehren. Und den Tyrannen von Kreta haben wir auch besiegt. Wir sind jetzt bei einer halben Stunde Aufnahme. Wir sehen uns dann gleich an dieser Stelle wieder. Ich beende erstmal die Aufnahme und wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis zur nächsten Folge wünscht euer Piep.